Ich heiße euch herzlichst willkommen bei einem weiteren Let's Play World of Tanks. Ja, das wird somit dieses Jahr die letzte Folge höchstwahrscheinlich sein von World of Tanks selber, da ich ja wie angekündigt Game of Thrones jetzt, zumindest von Telltale, jetzt Let's Playen werde. Und dafür wird dann World of Tanks ausgesetzt. Ich sag noch etwas Kleines am Ende hinzu noch zu diesem Thema. Zuerst sind wir in der Fischerbucht, okay. Mit zwei Hetzer, ja, darauf freue ich mich. Ja, ich will jetzt schon nach Hause. Nun gut. Ja, auf jeden Fall, ja, letzte Folge deswegen, weil Game of Thrones, soweit ich das mitbekommen habe, am 2. Dezember rauskommt. Und ich werde das dann noch etwas umstellen. Vom Rhythmus her werde ich das dann noch etwas umstellen. So, damit ich dann pünktlich, wenn das rauskommt, dann direkt machen kann. Also als Aufnahme. Wird ein bisschen schwierig mit Schule und so weiter, aber das bekomme ich wohl noch hin. Fischerbucht. Jetzt muss ich überlegen, hatten wir das schon? Ich meine nicht. Ist jetzt auch eigentlich... Kann sein, dass ich etwas leiser werde während dieser Aufnahme. Es ist relativ spät in der Nacht und ich habe keinen Bock jetzt hier großartig rumzuwölken. So. Da ist schon mal der erste draufgegangen. Jetzt. Ah, Mann, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Aber generell, ich weiß nicht, wohin. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Ja, super. Aha. Munition für nix. Die Jungs bekomme ich auch nicht mehr ins Visier rein. Ey, wie mache ich das denn jetzt? Ja, da gehen die nächsten wieder drauf. Ich muss aufpassen, dass jetzt nicht drei Leute hier noch angerauscht kommen. In der Hoffnung, hier irgendwelche Freakles zu finden und... Ja, genau das habe ich gemeint. Kommando zurück. Hat sich auch erledigt. Muss ich jetzt auch nicht mehr drauf schießen. Ist schön. So, jetzt erstmal die Hütte da weggeschossen. Oh. Woher? Ja, super. Komm schon, Junge. Wir müssten den ADAC haben oder sowas. Die gelben Engel im Panzer. Das kommt bestimmt auch gut. Naja, hoffentlich sind die da nicht korrupt. Alter, ey, diese Hetzer, ne? Ja. Nee, lieber nicht.
Zurück, 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 zurück. Ich will nicht umgebracht werden. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Kette verloren. Wir sind bewegungslos. Das ist ein Scheißmoment, um die Kette zu verlieren. Wirkungstreffer. Komm, Junge. Werd fertig. Weiter geht's. Na also, geht doch. Meine Güte, ey. Zurück, 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 zurück. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ey, wollt ihr mich hier verarschen? Wie viele von denen hängen denn hier rum? 24? Kann ja nicht wahr sein. Ja, dann krieg ich auch noch von der Seite. Warum denn auch nicht? Das war's für uns. Raus hier. Ich glaub's ja nicht. Ja, crap or we lose. Am Arsch. Das bringt mich jetzt gerade nicht weiter. Oh, fängt ja schon wieder gut an. Oh, ich will nach Hause. Alter. Was war das denn? Ja, jetzt ist die Frage. Die waren jetzt gerade am Capturen da. Jetzt will ich aber... Ich brauche 13.000, meine ich. Ja, 13.600. Wir haben 9.000, also 4.000 ungefähr. Da werde ich noch über Weihnachten viel, viel Spaß dran haben. Auf alle Fälle werde ich daran viel Spaß haben. Ja, ich habe jetzt aber auch keinen Bock hier die ganze Zeit zu warten. Ist auch langweilig. Also, auf geht's. Ja, das wird bestimmt wieder lustig mit so einer Hellcat und einem Heavy und einer Grille und einem Leopard. Und boah, ja, das wird so lustig, ne? Ich habe hier mittlerweile so einen Stressball liegen. Ne, immer wenn mich irgendwas ärgert, dann werfe ich ihn gegen die Wand. Ich werde ja nicht drauf rumdrücken, das ist scheiße. Hilft mir auch nicht weiter. Und nach einer Zeit, dann geht auch noch das Handgelenk bald kaputt. Also nein. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt laufen wird. Ich werde auf jeden Fall sehr viel defensiver fahren müssen. Also ich werde nicht nur defensiver fahren, ich werde defensiver fahren müssen. Weil sonst wäre ich direkt ungenietet. You play too much. Was ist das denn wieder für eine Aussage? Abgesehen mal davon, dass es falsch geschrieben ist, aber das lass mal beiseite. Kann ich da eigentlich drüber fahren? Ich glaube nicht. Also ich meine über die aufgestellten Dinger. Will ich jetzt aber auch eigentlich nicht ausprobieren. Fahr. Geht doch. Dann werde ich mal gucken. Ich will versuchen, die Gegner jetzt ein bisschen hier zu piesacken. Auf dass sie ein bisschen die Konzentration verlieren. Die Ruhe verlieren. Ich glaube, Guerillakrieg zu führen ist ein bisschen schwierig bei diesem Spiel. Aber man lässt sich immer gerne überraschen. Na? Leute, das ist ein Schuhkarton, das ist doch kein Panzer. Komische Designs. Also mal ernsthaft. What?
Jetzt ist natürlich die Frage, gibt's da... Nee, natürlich nicht. Gibt's keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Man kann eigentlich nur noch im Kreis fahren. Da vorne ist ein Hetzer. Gut, ich schlage dann vor, dass ich mich dann da vorne hinter diesem netten Häuschen da verstecke. Hier ist irgendwo ein Hetzer, das weiß ich. Ach komm, ich wage es. Ich wage es. Die haben den Hetzer gefunden. Die machen den nieder, dann ist Ruhe. What? What? Ach du Scheiße. Das wird auf jeden Fall nicht gut laufen. Leute, ich will das Ding nur eben schnell capturen, dann ist Ruhe. Da geht der nächste weg. Mann, wieso muss das so langsam sein? Nee, hier kann ich nicht bleiben. Ich muss abhauen. Fahr, Junge. Tu so, als ob dein Leben davon abhängt. Das tut es auch. Aber tu mal so. Ja, genau. Tu so. Hinter uns ist erstmal was explodiert. Ja, da komme ich nicht hin. Ganz im Ernst, was soll ich da? Fahrzeug zerstört. Alter. Alter, was soll der Scheiß? Ja, erstmal instinktiv abgeschossen. Warum denn auch nicht? Ist eine tolle Beendigung der Jahresserie. Also, das ist super. Wir haben ein Überlegenheitsabzeichen Klasse 2 bekommen? What? Wieso? Wegen dem ganzen Spotten oder was? Ich habe nur ein paar Typen Schaden gemacht und die Kette abgeschossen. Ja, 85. Das ist sehr merkwürdig. Aber bitte. Wir haben 10.000 Erfahrungs... Oh, was geht denn hier ab? Gut, 3.000 nur noch. 3.500. Bergpass. So. Ja. Ich komme jetzt nochmal zu dem Thema wieder zurück, von wegen... Warte auf Spieler, okay. Zu dem Thema zurück, letzte Folge dieses Jahres, 2014. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal um Weihnachten herum eine Zusammenfassung von allen, beziehungsweise die besten Szenen aus allen Folgen reinschneiden oder wie auch immer, zusammenschneiden, so, das Wort habe ich gesucht. Und, also als Abschluss für die gesamte Serie und dann eine neue Staffel dann wieder aufzeichnen, und ich hoffe dann, dass ich bis dahin irgendwie was soundtechnisch was getan hat, weil jetzt muss ich auch ehrlich versuchen, gegen dieses Rauschen anzubrüllen. Ne, ich versuche ja mehr dann mehr audiotechnisch, also von den Kommentaren Lautstärke technisch was zu bringen, mehr so, damit dieses Rauschen etwas mehr rauskommt. Ich fand nämlich den letzten Versuch fand ich relativ gut und fährt der Penner mir echt hinten rein? Das ist ein bisschen Nazi, oder?
Aber egal. Auf jeden Fall wird es auf jeden Fall einen Abschluss geben. Und nächstes Jahr wird es hoffentlich dann soundtechnisch besser, heißt ohne Rauschen, ohne ja, ohne nervige Audio-Bugs. Bugs. So. Bugs wie Bugs Bunny, ihr wisst schon. So, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was ist denn da drin bei uns im Gegnerteam. Ich bin nicht so überzeugt von diesem Gegnerteam. Aber die scheinen sehr von sich überzeugt zu sein. Huh! Das fühlt sich hier gerade wie eine Selbstmordmission an. Wer mir jetzt von hinten in den Rücken fallen? Ich brauche Hilfe. Ernsthaft? Der ging nicht durch. Motor kaputt, wir können uns nicht mehr bewegen. Der ging nicht durch. Kritische... Das war's für uns. Raus hier. Boah. So, jetzt mal eben kurz gucken. Was machen die Jungs denn da unten, die Jagdpanzer? Gucken sie sich da noch gerade die Gegend an oder was machen die da? Gucken, wie ich sterbe. Das ist doch ein bisschen... Ah... Ich hatte gehofft, dass der Jagdpanzer mir noch hilft. Ja, für den kommt jetzt auch alle Rettung zu spät. Ja, ich würde mal sagen, läuft mal wieder super hier. Ja, ich denke, eine Runde kommt jetzt noch mal raus. Eine Runde mache ich noch. Ich gewinne ja absolut gar nichts hier noch. Also das alles scheiße wieder. Ich komme langsam wieder in diesen monotonen Gang rein, wo ich nur noch sterbe und mir einfach nur noch denke, wieso. Das ist wieder super. Das sind wieder diese Gegner, die One-Hit machen. Leute, ich brauche dringend den Hetzer. Ich habe keinen Bock mehr, mit dem Panzer hier durch die Gegend zu juxen. Das geht mir sowas von auf den Keks. Weil ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Gut, vielleicht kann ich an den Fünfer hier irgendwann auch ausrichten. Aber Sechser ist schon ein bisschen zu hoch für mich. Lags oder sowas, aber warum bewegt er sich so komisch? What? Ich habe an dem so viel Schaden gemacht. Cool. Ja, von der Seite bekomme ich sowieso nichts mehr. So, drei sind schon mal in den Freitod gegangen. Und wir machen gerade ein Feuerwerk.
Ja, was machen wir denn jetzt? Ha, Mann, meine Maus macht mich hier gerade kirre. Ich verwende ja noch Mäuse mit Schnur. Ist ja ganz altmodisch, aber ich habe ziemlich schlechte Erfahrungen mit Wireless-Mäusen gemacht und deswegen kriegt ihr mich zu was anderem nicht mehr rum. Das ist für mich sehr viel bequemer. So, wollten wir nicht eigentlich defensiver fahren? Wieso hänge ich denn hier mitten in diesem Loch rum? Ist doch schön. Endlich machen mal andere Leute die Arbeit für mich. Oh Mann, das glaube ich ja selber noch nicht mal. Aber ich muss jetzt echt aufpassen. Ich will jetzt hier nicht ungenietet werden. So, ich guck mal, ob da noch irgendwelche rumhängen. Da vorne sehe ich ihn. Aber das können nicht alle sein. Da gibt es ja noch sehr viel mehr. Also, naja, zwei. Einer hat gerade ins Gras gebissen. Gut. Und der ist jetzt auch tot. Na also, geht doch. Ist doch schön. Ist, finde ich, ein schönes Ende für dieses Jahr. Ja, damit haben wir natürlich ordentlich abgekackt. Aber hier, 768 Erfahrung noch. An sich kein Kratzer abbekommen, ist doch schön. Ich freue mich. Ja. Und ich denke, somit beende ich diese Aufnahme. Wie gesagt, es ist die letzte für dieses Jahr. Ich bedanke mich herzlich an alle, die mich unterstützt haben, die mir Tipps gegeben haben zum Thema World of Tanks und KKG. Auch für jene, die mich im technischen Sinne ja unterstützt haben, beziehungsweise mir auch Ratschläge gegeben haben, wie ich dieses Let's Play besser machen kann. Ich hoffe, euch hat's gefallen, mir hat's auf alle Fälle gefallen. Es wird ein nächstes Jahr wieder geben, im nächsten Jahr wird's wieder geben, Let's Play World of Tanks. Und ich verabschiede euch schon mal ins neue Jahr hinein, wünsche euch einen guten Rutsch, frohe Weihnachten und was auch immer ihr feiert. Es gibt so viele Feste an Weihnachten. Drei. Ich kenne drei. Und bis zum nächsten Jahr. Auf Wiedersehen.